verehrten Damen und Herren, freue mich, Sie willkommen zu heißen zur diesjährigen Ziehung von der Hüttenkrimi für zu Hause. Alle unsere Facebook-Freunde, die uns geliked haben im Jahre 2013, befinden sich jetzt namentlich in diesem Mulchhandel drin. Und ich werde für Sie mit dieser Hand in das Mulchhandel hineinfassen und werde den richtigen Gewinner herausziehen. So, jetzt passen Sie auf. Also. Der Gewinner für den Hüttenkrimi für zu Hause 2014, also erst im Jahr 2013, also ja, Sie haben es schon verstanden, ist, und jetzt freuen Sie sich, Markus Feierabend. Eine große Freude. Das ist ja ein Feierabend für den Markus. So, Markus Feierabend, wir kommen zu Ihnen heim. Wir spielen einen Hüttenkrimi für zwei Leute, für vier Leute, für sechs Leute. Ist uns wurscht. Wir kommen mit dem vollen Programm. Das wäre der Riesengardi. Okay? Kaufen Sie schon mal einen Obstler. Und dann sehen wir uns bald. So, ja, und wenn Sie, meine Damen und Herren, zu diesen anderen armen Seelen gehören, die heute nicht gewonnen haben, es tut mir leid, aber kommen Sie einfach vorbei und buchen Sie nochmal unter www.hüttengrimmel.de. Des Weiteren darf ich Sie dieses Jahr darauf hinweisen, dass wir haben so viele Anfragen auf Facebook gekriegt, Herr Obermoser, wie funktioniert die Welt? Da haben wir eine neue Rubrik. Oberkommissar Obermoser erklärt die Welt. Wahnsinn. Und als kleinen Vorgeschmack heute, das ist ein Hund. Jetzt geht er. Servus.